Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. Das war tiefes Wasser, durch das ich hier warte. Ich würde ganz gerne mal hier in so ein Haus reingucken. Oh, cool. Oh, mehrere Ghule. Schon wieder? Haben die respawn oder was? Ach, stirbt doch. Hier nicht anfangen zu heilen. Das ist nicht gut, wenn ihr euch heilt. Das kostet uns allen nur Zeit hier. Wisst ihr doch auch, Mensch. So, ich will mal trotzdem mal wissen, ob hier drin... Ja. Oh, ein bisschen Zwergeschnaps. Nie falsch. Gut, und hat das Haus da auch einen Eingang? Aha, okay. Ja, ein bisschen was zu holen ist hier. Reines Silber wieder. Okay, aber hier kommt hier nicht. Doch, hier ist eine Tür. Ja, okay, in das Haus soll man wahrscheinlich nicht rein. Da ist ja auch nichts wirklich Relevantes drin. Müsste doch eigentlich ein X sein. Aber hier nochmal rein. Moment, hier hat doch irgendwas aufgeleuchtet. Nee. Ach, noch ein Ghoul. Das soll mir egal sein. Ah, hier ist noch eine Kiste. Und hier ist auch noch Honig. Ach, okay. Dann ignorieren wir den Honig. Ein anzündbares Fass. Ach, hier liegen ja gleich mehrere Boote vor Ort. Okay. Dann auf zum Steinkreis. Da sind sie ja schon. Und sind da richtig viele Leute. Was macht ihr denn da? Wow. Krass. Die Meute. Okay. Schwierig. Bauern? Naja, gut. Der Weide da. Ach, sie nehmen hier alle Platz. Und, okay, gut, dann warte, ich will mal eben kurz. Schwierig. So, ich will mal gucken, ob ich hier nicht ein schönes Gruppenfoto von machen kann. So, das sieht doch gut aus. Jetzt erst aus der Kamera raus und dann rein. Okay. Ich komme bald wieder. Mach mal Pause. Wie, mach mal Pause? Worauf warten wir denn hier? Ach, auf Mitternacht, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Quests. Was haben wir denn hier? Nebenquests. Das Ahnenquest. Suche den Wahrsager. Ja, das machen wir ja noch. Um Mitternacht. Gut. Dann meditieren wir mal eben. Meditieren bis... Oh, echt jetzt? 23 Uhr. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sei gegrüßt. Ah. Gerade rechtzeitig. Naja, eine Stunde zu früh, ne? Und gute Leute, macht ihr mal nichts hier. Seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann nicht geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Ah. Halte böse Kreaturen fern. So lange, bis das Ritual beendet ist. Okay. Ich muss mich noch vorbereiten. Kommt drauf an, was sind das für Kreaturen? Ich würde sagen, wir können anfangen. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird.
Naja, okay, das wird dann so wellenförmig wahrscheinlich ablaufen. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Bald schon kommt... Was? Geisteröl werden wir wohl nicht brauchen, oder? Verfluchtenöl, Bestienöl, Nekrophagenöl... Mal gucken. Lassen wir es erstmal beim Geister. Die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Ihr Leid hiermit beendet sei. Lasst das Ahnenfest beginnen. Okay. Anderes Öl. Nekrophagenöl. Dankeschön. So. Ihr wandert in Dunkel. Komm schon. Oh shit. Euch rufen wir. Hört ein Geräusch. Wer ist hier? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Euch rufen wir! Euch! Ne, das waren sie davon noch nicht alle, oder? Hört ein Geräusch! Wer hätt's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit zu entscheiden. Erzähl uns nun von all deinen Leiden. Na? Soll ich ihn fortjagen? Wer bist du? Er weiß es. Ja, das glaube ich auch, anhand des Gesichtsausdrucks. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Aha. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Hilf uns! Das ist keine Nekromantie. Also der Geist kennt den Weidler. Und ich würde sagen, der Weidler hat gegenüber dem Geist eine Schuld zu begleichen. Und sich da jetzt einfach so einzumischen. Der Weidler mag ein bisschen gestört sein. Aber ich würde sagen, der ist harmlos. Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Okay. So, was haben wir denn hier so an Ölen? Bestienöl. Ein Bestien. Konstruktöl. Eigentlich egal an der Stelle, ne? Weil ich ja eh das andere Schwert nehme. Verlasst diesen Ort nicht! Verteilung! Ihr dürft den Geist nicht brechen! Alles ist still. Die können ja nichts. Nirgends mehr funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Das machst du aber nicht normal mit mir. Alles ist still. Nirgends mehr funkeln. Ja, eben. Das ist eine schlimme Sache.
Wo ist denn der Dritte? Wehe uns. Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen. Hat das Blutvergießen Schaden angerichtet? Der Kreis ist beschmutzt. Alle, die nach menschlichem Blut dürsten, werden kommen. Ah. Wenn es Gottes Wille ist, sind es nur wenige. Und der Weidler kann das Ritual beenden. Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit! Ich darf die Scheiße jetzt ausbaden, ne? Euch rufen wir! Kommt, Seelen! Euch richten wir! Was daraus alles kommt. Ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Ein Wispern, ein Raunen im Sinn. Jemand schleicht zum Feuer hin. Alles ist still, nirgends mehr Funkeln. Welche Gestalten lauern im Dunkeln? Erscheinungen! Der heilige Boden ist blutbefleckt! Wir können das Ritual nicht beenden! Leute, rettet euch! Lauft, wenn euch euer Leben lieb ist! Aha, super. Ja, danke schön. So, dann habe ich jetzt Geisteröl noch drauf. Ich kann kein Öl. Warum ist keins mehr drauf? Ist ja blöd. Diesmal will ich aber mein Loot haben hier. Ach, der liegt da ja noch rum. Das wäre ja auch leichter, als ich dachte. Alles ist verloren. Ja. Einer der Bauern wird den Hexenjägern von dem Ritual erzählt haben. Dieser Geist, den sie verjagt haben, das ist der Geist deines Vaters, richtig? Er hatte gedroht, wiederzukommen und wird sein Wort sicher halten. Den alten Ambros fürchtet der Weideler nicht. Diese Erscheinung nannte dich einen Vatermörder. Stimmt das? Ja. Wenn ich dir helfen soll, muss ich alles wissen. Warum hast du deinen Vater getötet? Der Weideler möchte nicht darüber sprechen. Das wirst du wohl müssen. Du kannst das nicht alleine schaffen. Du hast Angst, so viel steht fest. Die Erscheinung hat Macht über dich. Ich werde ihn vertreiben, ich muss es tun. Aber ich muss wissen, wo er begraben liegt. Der Leichnam ist bestimmt noch nicht zu Staub zerfallen. Ich hätte ganz gerne eine Antwort, warum? Das ist ihre Verbindung zur Welt der Lebenden. Ambros liegt im Sumpf. Gut, ich suche seine Leiche und sehe, was ich tun kann. So, ich hätte jetzt ganz gerne erstmal meinen Loot. Hier muss mich reichlich rumliegen, für mich. Wo denn hier überall? Da. Säckchen und Gedärme. Das ist gut, dass der da noch ist. Und wo? Hier. Okay, alles mal mitnehmen. Jo, das war's. Nochmal da unten rein, aber die Kiste hat er schon geplündert. Okay, jetzt muss ich mal langsam zum Schmied und meine Sachen reparieren. Das sieht alles relativ kaputt aus. Würde ich sagen, nehmen wir wieder eine Schnellreisekreuzung. Vielleicht könnte ich mein Pferd sogar hier rufen, aber muss auch so gehen. So weit ist das ja nicht. Ja, hier rennt immer noch ein Ghoul rum. Och Junge. Hallo. Jetzt reicht's aber. Nee, die habe ich schon gehabt, die Kiste. Okay. So, wo gehen wir denn mal hin?
Da liegt er. Da ist das Weißendorf im Buckelsumpf. Ich brauche aber einen Schmied. Und den kriege ich nun mal hier, im Krähenfels. Dann gehen wir da als erstes mal hin. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Du stehst hier immer dümmlich rum, ja? Du hast mich schon mal so doof angemacht. Ihr habt da langsam keinen Bock mehr zu. Ich mache hier auch noch mal einen Job. Alter, so Plätze. Dann steh ich so doof an der Schnellreisekreuzung. Komm ich auch nicht so oft vorbei. Nase. So, einmal Sachen reparieren und in den Sumpf muss ich ja sowieso für den Baron. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann ist das ein Abwasch. Das ist eine gute Sache. Nix du da. Ich lass mich hier nicht mit Duda anreden. Achso, Schwert sollte man mal wegstecken, ne? Macht sich vielleicht besser in der Stadt. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Seht ihr denn ja so aufdringlich hinter mir? So, wir reparieren jetzt erstmal. Nee, wir gucken erstmal nach, was wir so verdicken können. Was haben wir denn? 60 bis 88 Schaden. Ein Hexenjägerschwert. Nee, sowas benutze ich aus Prinzip nicht. Nee. Also, das wird verkauft. So. Was haben wir noch? Ein Hexenjägerschwert. Weg damit. Das behalte ich ja nochmal. Maugrim. Cool. Axt. Zwergenweil. Auch ein Relikt. Behalte ich auch erstmal. Das kommt wieder. Oh, das macht aber richtig Schaden, ne? Es wäre klüger, das da zu nehmen. Gut, dann nehmen wir ein Hexenjägerschwert mit Form nicht. Der wird verkauft, der wird verkauft. Das ist unsere. Die können wir beide verkaufen. Ja, genau. So. Eurotrophäe. Erstmal raus nochmal. Leb. Inventar. Ah, gut, aber unseres hat zwei Sockelplätze, ne? Auch mit Rüstungsdurchbohrung. Chance auf Taumeln. Aber mehr Schaden ist mehr Schaden, ne? Ich würde das erstmal nehmen. Handwerk, Reparieren, Verbesserungen entfernen. Und zwar können wir die Verbesserungen davon entfernen lassen. Kriegen wir die dann wieder? 38 kostet uns das. Probieren wir mal. Nee, die Verbesserung wird dadurch zerstört. Das ist ja dann doof. Wenn die zerstört wird. Okay, pass auf. Handwerk, Handeln. Ist es denn teurer, wenn ich es verticke? Jo, das bringt richtig Geld ein. Ich verkaufe es einfach mal. Vielleicht ist es eine doofe Idee mit dem plus 56 kritischer Trefferbonus. Aber das andere ist für Stufe 9. Ich mache das einfach mal. Jetzt ist es zu spät. Und dann wollen wir mal reparieren. Und zwar alles, was wir hier anhaben. 140, das geht doch. So teuer war das ja gar nicht. Leb wohl. Leb wohl. Okay, dann mal eben an den Schleifstein und hier ran. Und dann kann's losgehen, würde ich sagen. So ist's gut. So, okay. Dann reite ich da einfach schon mal rüber. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns dann hier mal gemeinsam im Sumpf. Und dann gucken wir mal, was da so für Abenteuer auf uns war. Bin gespannt. Ist jetzt übrigens immer noch dieselbe Aufnahmesession.
Ich hab so Kopfweh. Die gehen aber echt langsam weg. Das bedeutet auch, dass ich mich irgendwie gerade beim Spielen ein bisschen entspannen kann. Das ist ganz gut. Finde ich richtig gut. Gutes Zeichen. Mir macht das Spiel so viel Spaß, ich kann sogar mit Kopfschmerzen spielen. Hier eine Trollbrücke ist auch noch eine Quest. Aber wir gehen erstmal dahin. Und dafür Eisendorf im Buckelsumpf, da möchte ich nicht schnell reisen. Ich gehe dann lieber nach in Niederwirth treffen wir noch den Baron, ne? Hat er das nicht gesagt? Ja, da oben steht er. Glaube ich. Den ignorieren wir aber erstmal, den Baron. Und ich reite dann jetzt erstmal dahin. Genau, okay. So, ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann bin ich dann dort auch schon angekommen. Denke ich mir mal so. Und ja, nach wie vor, lasst mir einen Daumen hoch, damit es euch gefallen hat. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ich irgendwas übersehen habe oder so. Aber ich kann jetzt auch nur bedingt irgendwohin wieder. Beweg dich! Zurück. Da waren doch schon wieder Betrunkene, ne? Die da eben aufgetaucht sind. Warum scheut das Pferd so? Ach komm, echt, du, da willst du nicht runter? Komm. Okay, gut, ich versuche mal mein Pferd zu bändigen und ich verabschiede mich und ich sag mal bis morgen. Tschüss.